Wildwestweek im Sportrock Zwillisau. Nicht verpassen, noch bis am 16. August. Da gibt es Saloons, Line Dance, Livebands, DJs, Lagerfeuer, Gutes vom Grill, Cowboy Coffee, Western Shows, eine Western Store im Tipi, ein Holzschnitzer, eine Hufschmiedshow, eine Zigarren-Lounge und noch viel mehr. Alles in einem tollen Ambiente, das du gesehen haben musst im Sportrock Zwillisau. Bis am 16. August. Dani Häusländer müssen umparkieren. Ist im Parkverbot gestanden, da der Wagen? Nein, wir haben ein bisschen mehr Luft verschaffen, als Cowboy Kaffee der andere auch genug Platz hat für seine Kunden. Nachher haben wir die altehrwürdige Doktorkutsche ein bisschen hinterher gestossen. Ja. Das passiert allerlei, wenn man bei dir so im Hintergrund schaut. Spielt gerade eine Band, der Andi ist auch da. Was gibt es sonst noch? Ja, wie eigentlich immer. Wir haben jetzt hier zwei, drei Sachen mit dazu genommen. Wir haben jetzt ein Windrad gemacht. Hier. Puma hat sich ein riesiges Zeug gelegt, hat etwas Wunderbares hergestellt. Es ist schon länger da. Und was hier auch neu ist, wir haben eine Cigar-Lounge in Zürich mit den Villiger und haben hier kubanische Zigarrendreher. Also man kann das live zuschauen, wie, das, wie eine Zigarre hergestellt wird. Und so ist es eigentlich, dass wir alle Jahre probieren, etwas Neues zu machen und den Leuten etwas zu bieten diesbezüglich. Ja. Wieso machen Sie das im Sportrock? Ja, das ist mitunter ein Event, das wir jetzt, ich glaube, das 8. oder 9. Mal durchführen. Und es kommt rege an. Das Wildwest ist einfach etwas, das jung und alt bekommt. Und sehr viele Leute haben Spass daran. Und wir sind eigentlich ein bisschen darauf angewiesen, dass wir sehr viele verschiedene Events machen und durch das auch sehr viele verschiedene Leute ansprechen. Das ist eigentlich ein Marketingkonzept von uns, dass wir die Leute auch wieder das Jahr durch haben bei unserem Sportrock. Wir sehen immer wieder Leute, die das ganze Jahr wieder kommen, uns besuchen können, die einmal da sind an verschiedenen Events. Wir machen ja unter anderem ein grosses Ami-Treffen, wo wir bis zu 7-8'000 Leute haben. Und da sehen wir das ganze Jahr wieder Leute, die da sind. Und ich glaube, das ist eine gute Strategie, die eigentlich bis jetzt aufgegangen ist. Eben, spricht sich auch jedes Jahr ein bisschen mehr um. Sagen wir so den Aargau-Faktor, also quasi die Auswertungen, die nehmen auch immer zu. Ja, das ist so. Wir haben sehr viele Leute, die von weit her kommen. Jetzt auch bei Anlässen wie Ami-Treffen, VW Audi-Treffen, aber auch jetzt das Wildwesten. Und da dürfen wir nicht unterschätzen, Berner. Berner sind natürlich auch sehr nah und wir haben sehr viele Berner auch hier. Also, wir sind sehr dankbar für jeden, der kommt und der Spass hat, bei unserem Sportrock zu sein. Ja. Wenn wir den Blick ein bisschen drehen, ist natürlich nicht nur das, was wir hier im Hintergrund sehen. Da gibt es noch ein Hotel und so weiter, ein Office. Was haben wir alles noch? Ja, es rundet sich ab halt mit dem legendären Saloon, den wir auch immer haben. Dann ist die Post, die City-Post, dann das Hotel hier hinten. Dann haben wir auch natürlich für das Kulinarische, wir haben Foodstände verschiedene. Und heuer, weil es so heiß ist, haben wir jetzt einen Glassenstand, einen Softie-Stand auch hier. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich die Temperatur. Temperaturen sagen es, also, dass wir den gebraucht haben. Aber das ist, wie gesagt, das ist, glaube ich, das Ganze mit den Bands, mit dem Line-Dance, den wir hier haben. Man kann ja drinnen auch sein, im Sportrock innen und in der Corona-Lounge, wo auch immer. Ich glaube, es ist das Gesamte, das einfach Spass macht, hier zu sein. Und wenn wir tolles Wetter haben, ja, der umso besser natürlich. Jetzt sind ja schon das zweite Jahr hier oben. Und jetzt haben wir schon gemacht, als wir unten waren. Wird es weiterhin so ein Event geben? Ja, es ist eigentlich ein bisschen legendär, jetzt, dass wir das auch beibehalten. Wir wissen natürlich nicht genau, was jetzt geht mit dem Land. Es ist, wie gesagt, es ist ein Baubewilligung erst da. Es wird einen Gewerbebau geben. Wenn genau es kommt, wissen wir nicht. Aber wie gesagt, jetzt, wir haben es von Jahr zu Jahr geschaut und wir hoffen, dass wir es auch weiterführen können. Das ist eigentlich, eben, wie schon gesagt, unsere Strategie, ein bisschen wie auch Marketingstrategie, dass wir Events organisieren. Und, wir haben selber Spass an so Events. Und ich glaube, das kommt auch über, dass es authentisch ist und Spass auch machen den Leuten. Und ich glaube, ohne Spass haben, kommt niemand in Sportrock. Und wir wollen eigentlich mit der Erlebnisgastronomie den Leuten Spass vermitteln und ihnen eine gute Zeit vermitteln im Sportrock, dass sie wieder kommen und einfach sich gut fühlen. Und das ist eigentlich unsere Strategie.
gut. Eben, Lebensspass vermitteln. Der Andi hier mit dem Cowboy-Kaffee macht das auch. Gehen wir ihn mal fragen, wie es immer so geht. Genau. Merci vielmals. Alles gut. Andi, Dani Häusler hat es gesagt, ein bisschen Lebensfreude vermitteln. Das machst du mit deinem Kaffee auch, oder? Ja, ganz genau. Das machen wir mit unserem wunderbaren Cowboy-Kaffee. Und ein wandelndes Preisschild, das hat auch nicht jeder. He? Ja, genau. Da sind wir einzigartig in der Schweiz. Etwas Wunderbares. Was gibt es bei euch so? Weil ich es nicht ganz lesen konnte. Ja, also wir haben einen feinen Cowboy-Kaffee, den wir auf dem Holzfeuer frisch zubereiten. Da haben wir verschiedene Zusätze. Den Cowboy mit Whisky und auch etwas ohne Alkohol. Ja. Den Preisschild tragen, das ist für dich nicht mit Whisky noch nicht, oder? Nein, für ihn natürlich noch nicht, ja, genau. Ja, also wir sind schon über 5 Jahre, wo wir mitwirken und über 15 Jahre, wo wir unterwegs sind mit Cowboy Coffee. Wo sind ihr überall unterwegs? Ja, wir dürfen in der ganzen Schweiz sein, an tollen Events, Anlässe, alle möglichen Arten, wo wir unseren Kaffee in diesem Ambiente geniessen. Gut, danke. Hallo, da ist Reis Schöpfer. Wir sind im Sportrock-Café, Wild West Week. Liebe Zuschauer vom Telenapf, kommt schauen ins Sportrock-Café in Willisau. Ganz ein tolles Event mit Musik und Tanz, Kaffee und allen feinen tollen Sachen. Geschickt ist er mit der Motorsage am Werk, der Adrian Schmidiger von Bötzstein. Ursprünglich ist er ein Willisauer und hat den Umgang mit Holz im Blut. Fertig? Fertig ist er noch lange nicht. Das braucht etwa noch 2 Stunden. Aber sieht man schon ein bisschen, was wert es hat? Wir kommen später noch mal schauen. Er hat einen Laden im Tipi. Und was er im Tipi hat, passt haargenau hierher. Alex Koch, wir sind hier im Western Store an der Wild West Week in Willisau. Was gibt es hier alles? Alles, was der Cowboy braucht, so von Schuhen bis zum Hut. Schmuck, Jacke, T-Shirt, Hemdli. Einfach was das Herz begehrt oder wo man sich noch einkleiden damit. Verkleidung schon, aber nicht irgendwie so Schießeisen gibt es bei euch nicht? He? Nein, das gibt es nicht, weil da ist das Waffengesetz dermaßen kompliziert, dass wir das eigentlich aufgegeben haben. Aber haben wir früher mal gehabt? Wir haben Deko-Waffen, keine Schussfeigen, aber das haben wir dann aufgehört. Oder? Das braucht es eigentlich auch nicht. Haben wir gehabt, wie lange gibt es euch schon? Sind ihr schon lange im Geschäft? Ja, so Westernwehr machen wir schon weit über 20 Jahre. Wir haben dann aber vor 8 Jahren verstärkt und machen Eigenproduktion, ein eigenes Label. Also eigene Entwürfe, die dann verwirklicht werden und produziert werden unter unserem Namen Feather. Wie heisst das genau? Feather. Federn auf Englisch. Feather. Und vor allem Motorradbekleidung. Und das ist natürlich für euch als Publikum ein bisschen Bikerszene, Westernszene. Das schneidet sich sehr oft, ja. Das heisst, es gibt Haufen, die Sachen, die das Country gerne haben, die Musik gerne haben, die aber auch fahren dürfen. Und darum ist das für uns eine Symbiose, das ist wunderbar. Die sind jetzt da, wo trifft man euch noch? Also zum Beispiel so Biker-Events wie Harley Days. Wir haben Spante mal das Güte, Country Festival in Zürich jedes Jahr. An vielen Dörftreffen. So der absolute Renner bei euch, was läuft gut? Also am Country ist vor allem auch der Schmuck und Stiefel, wo wir sehr gut brauchen.
im TÜV-Bereich ist dann mehr die Begleitung, die Lederjacke, speziell die Lederjacke, Einzelanwendung. Sind zwei aus Lauteren und Fischbach an einer ganz heissen Sache. Als Handwerk vorgeführt mit originalen Geräten, ein handbetriebenes Essen zum Schmieden. Hier haben wir den Sepp. Er schwitzt schon gut, keine Kunst neben dem Feuer. Es war auch heute heiss. Was macht ihr heute? Ja, das habe ich und der Paul. Wir sind hier bei den Hufschmieden von der Region. Da zeigen wir den Leuten, ein bisschen, wie wir hier die Eisen verformen. Und jetzt machen wir hier nachher ein Dings. Wie sagst du, eine Essklinge. Man kann Kohle wegscharren und wegmachen. Ja. Ja, nützliche. Von der Region sind ihr? Von wo denn genau? Ich bin von Lauterbad und der Paul ist von Fischbach. Und da hat man die Sache noch im Griff mit Eisen und Feuer? Ja, ich würde sagen, mal. Wir tun schon spät zusammen Rostbrot, wir das noch praktizieren. Und, ja, das ist mir immer, das ist natürlich von früher, das war vielleicht vor 100 Jahren, was man hier sieht. Das ist heute noch schön und funktioniert. Das ist, vor 100 Jahren hat man vielleicht so fabriziert. Da sieht man, an dem Rest ist noch alles genietet, das ist neu geschraubt. Das Zeug von dem, das schon länger her ist. Ja. Der Paul, was macht jetzt er da? Er sorgt für... Hier im Kohlenfeuer Sauerstoff zuführen. Auf was muss man jetzt hier achten? Dass es genug heiß ist, dass es richtig heiß ist? Temperatur zwischen sagen wir, 1100 und 1250, 1300 Grad. Und nachher tun wir den Mambos hier schmieden. Ja. Das kannst du nicht feststellen, mit den Fingern rein, dass es genug heiß ist? Das sieht man jetzt so. Sagen wir, Kirschrot ist um 1000 Grad, um 900. Und hier mit drinnen, wie man es hier sieht, haben wir jetzt hier vielleicht schon gut 1000 Grad. Ja. Ja, ja. Und etwa bei 1300 Grad fängt es an, flüssig zu werden. Das ist jetzt heiss. Ein eingespieltes Team. Wichtig ist, dass man nicht aus dem Takt kommt und etwa noch einem anderen auf den Hammer schlägt. Auf der Bühne mit Live-Musik, beim Western Coffee und bei den beiden Schmieden wird eingeheizt. Sportrock lässt niemand kalt. Wieso machst du das mit dem Wasser? Aber wenn ich jetzt Wasser habe, wo die Kohle brennt, wenn ich die ablösche, wird das Feuer noch konzentriert in der Mitte. Dann steht mir die ganze Essbrunnen und das immer so ein eindämmen mit dem Wasser. Gut, ja. Und weiter geht's mit viel Kraft. Vom ganz letzten Schliff kann man noch nicht reden, aber er ist schon weitergekommen, der Adrian Schmiediger. Die Suche von der Wild Westwick interessiert sie, bleiben stehen und schauen gespannt zu. Adrian Schmiediger, jetzt sieht man langsam, was es ist. Kannst du es näher beschreiben? Ja, ich probiere hier so einen Traumfänger aus dem Stock Holz zu kreieren.
mit einer Hand, die aber für den Traumfänger durch den Käben. Eine knifflige Arbeit, also ganz schön fein muss da zugehen. Ja, jetzt habe ich mal gedacht, jetzt probiere ich es mal aus, ganz fein zu arbeiten, wie viel es mag verleiden. Aber ja, es kann sein, dass er auseinandergeht, irgendwann. Machst du noch weiter, oder was gibt es noch? Ja, ich mache schon noch weiter. Ich muss unterführen und die Federn fertig machen. Ja, und dann... Ja. Hast du jetzt da Spezialwerkzeuge eingesetzt, oder dass du so schön hast, die kleinen Details können schaffen? Ja, es ist eigentlich ein spezielles Schwert, das ich habe, ein Carving-Schwert, das vorne fast auf die Spitze geht, dass ich ein bisschen mehr Decken hineinkomme und im Holz herumfahren kann, dass es weniger ausschlägt. Vielleicht nochmal, eben von wo dass du kommst, wir können dich ja schon hier in der Region, bist ja beim Ami-Treffen auch da gewesen. Ja, ich bin eigentlich ein ursprünglicher Willisauer. Ich habe jetzt mich ja, ein bisschen weiter weg, fast auf Koblenz, auf Pötzstein bin ich jetzt gezögert, habe dort eine Liegenschaft von 17 Hektaren. Bin geheiratet und habe einen Sohn, der vier Monate alt ist. Jetzt, ja. Wo eine Motorsage zum Geburtstag bekommt, in der Pfeife wird? Ja, wahrscheinlich schon, genau. Ja, das wird so sein. Okay, danke vielmals. Merci. Er hat es gesagt, getankt und weitergesagt. Bei den Line Dancers sorgen die Pasta Cowboys für gute Stimmung. Paddy, du hast selber einen Line Dance Club in Maltes. Was ist so die Faszination vom Line Dancen? Die Faszination vom Line Dancen ist Country-Musik, das Bewegen dazu, das Tanzen, das Gesellige, eins etwa näher an Bar, das ist das, was zu uns gehört. Es hat vorwiegend Frauen, die das machen, aber was liegt das? Sind die Männer da ein bisschen weniger talentiert? Ich glaube nicht, dass sie weniger talentiert sind. Sie haben noch ein bisschen Hemmungen vielleicht manchmal, aber ich glaube, das ändert sich jetzt schon. Was hast du für einen Club oder wie heisst er? Wie kommt man dort hin? Oder? Wo sind ihr? Also wir sind in Malters und das ist eigentlich Wednesday Country Evening, immer am Mittwoch oben, am 8. Und wir finden es eigentlich gut in der Industriestrasse 28. Ja, wir tun halt wirklich Country tanzen, nicht allzu moderne Sachen, eher ein bisschen die Älteren. Man kann aber auch nur eins nehmen, ein bisschen sein, ein bisschen flanieren. Also. Eben, da gibt es verschiedene Stile von Line Dance, die eher ein bisschen modern orientiert sind oder eher traditionelle. Genau. Es gibt auch so ein bisschen Weltmeisterdisziplinen, die wir jetzt weniger machen, wo dann modernere Musik auch kommt. So, ja. Aber wir machen jetzt traditionelle Country. Hey, danke vielmals. Danke, bitte. Pause. Gelegenheit, den von den Pasta Cowboys vors Mikrofon zu holen. David, ihr sorgt heute für Unterhaltung und für Stimmung. Was sind das für eine Band? Was macht ihr? Ja, wir heissen Pasta Cowboys. Ich bin der Leadsänger, der David. Und unser Motto heisst The New Gust of Country Music. Also wir bringen ein bisschen in diesem Country-Stil ein bisschen Italianità rein. Genau, und dann mischen wir ein bisschen italienische Text mit amerikanisch zusammen. Und es gibt dann einen guten Mix mit ein bisschen Italianità. Also es ist eine Reise von Texas nach, von Nashville nach Napoli. Du musst dir das so ein bisschen vorstellen. Darum kommt Pasta und für die Soße haben wir auch noch ein bisschen würzige Sachen. Ganz genau, ganz genau. Ja, Pasta Cowboys sagt eigentlich den Namen schon. Wir waren lange am Suchen gewesen, aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile authentisch mit dieser Besetzung. Wir haben alle italienische Wurzeln.
Und Pasta Cowboys hat auch von uns einfach gut getönt. Da haben wir gefunden, das passt gut. Italienische Wurzeln, wenn man das von links nach rechts geht, vom Kibar bis zum Sänger. Wer ist da alles dabei bei euch? Wir haben Tommy Tedesco an der Gitarre, dann haben wir Dino Romano am Bass, dann haben wir den Florian Lüthi, Piano und Keyboard, das ist der Einzige, der keine italienische Wurzeln hat. Aber wir haben ihn aufgenommen trotzdem. Integriert. Genau. Dann haben wir den Domenico Russo am Schlagzeug und den Ivan Mangio an der Zweigitarre mit der akustischen Gitarre. Wie lange gibt es euch schon? Den haben wir gegründet Ende 2008, Anfang 2009. Ja. Da haben wir schon ein bisschen Routine, hä? Mal, wir haben eigentlich schon ein bisschen Routine. Es hat noch ein paar Wechsel gegeben, das gehört auch noch ein bisschen dazu in der Band, in den Formationen. Aber das hat immer, ist immer eine Erfahrung wert gewesen und das hat immer Spass gemacht. Aber ich glaube, jetzt sind wir mal so familienmäßig angekommen, auch authentisch. Und jetzt sind wir gut unterwegs und ich glaube, in der Szene kennt man uns auch und haben uns können so richtig integriert. Das ist eben gerade das Stichwort unterwegs und in der Szene kennt man euch. Wo sind ihr überall? Also heute in Willisau auf der Bühne und sonst? Genau, also wir sind gerade vor zwei, drei Wochen an der Kleven Alp Open Air Country Festival haben wir gespielt. PJ Dell ein bisschen zuschauen. Genau, ganz genau. Auch Country Festival, Stadtfesten, Dorffesten. Das ist eigentlich kreuz, quer, wo es uns Spass macht, eigentlich sind wir dabei. Mal bis Gütli haben wir schon 5-mal gespielt im Country Festival. Ja. Die nächsten Auftritte im Buch, haben da schon etwas buchen quasi? Eben, ja. Genau, also das nächste jetzt im August, jetzt gehe ich noch das erste Mal eine Woche auf Italien. 10 Tage. Muss Ferien, muss ich auch genau. sein. Dann sind wir am 21. August in Go West in Aarau. Wir richten auch ein bisschen Western-Style draussen einrichten. Und dann geht es weiter im September und Oktober. Geht am besten auf unserer Webseite www.pastacowboys.ch. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Country, da gehört immer auch noch so ein bisschen Line-Dance dazu. Habt ihr euch ein Repertoire auf die Tänzer abgestimmt? Oder auf die Tänzerinnen? Das sind ja mehrheitlich Frauen. Nein, eigentlich gar nicht. Wir haben probiert, ein Repertoire zusammenzustellen, das für alle, für die Line-Dancer, aber auch nicht für die Line-Dancer. Und nicht lustigerweise, sondern interessanterweise ist gerade im ersten Set, wo wir einen Song hatten, wie Piccolo e Fragile, den man kennt, in Italien, hat man da unten die Line-Dancer gesehen, die dazu getanzt haben. Also das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dann bringen wir mit so ein bisschen musikalischem, ein bisschen Country-Effekt mit der Gitarre und so, ein bisschen den Country-Stil in einem typisch italienischen Song drin. Oder auch zum Beispiel gewisse Celentano-Songs, die wir nachher im dritten Set werden hören. Was hören wir als nächstes in der Nachtpause? Was spielen wir da? Wissen wir schon? Genau, dort haben wir, ich weiss nicht, kannst du dich sicher erinnern, aus den 80er Jahren, den Song Schickeria. Ja, ja. Schickeria. Den haben wir zum Beispiel jetzt umgetauft. Der Song heisst bei uns Pizzeria. Was beide Murphy dazu sagt, weiss man nicht genau. Genau, aber der hat so einen guten Country Groove, Train Groove drunter. Dann haben wir das Valutation vom Celentano zum Beispiel, wo wir drin haben. Ein paar fetzige Nummern, also ja. Danke vielmals, sind wir gespannt. Ja? Danke euch, danke vielmals. Sie sind schüchtern gsi. Die Line-Dancerin. Aber eine hat doch den Mut zusammengefasst und gesagt, was ihr an diesem Tanz fast ohne Männer so gefällt. Eine Band kommt schon bald wieder auf die Bühne. Was ist die Faszination am Country Line Dance? Das macht glücklich. So einfach. Die Musik, das löst das Glücksgefühl aus. Was ist das Schwierige daran? Ich denke, ihr habt unheimlich viele Schritte, die ihr im Kopf habt. Also für mich wäre das nötig. Links, rechts verwechseln? Kombinationen, die muss man üben. Man fährt einfach an mit einfachen Schritten und geht dann weiter. Wie viel übt ihr? Pro Woche einmal? Oder pro Monat einmal? 1,5 Stunden in der Woche. Zwischen mal ein bisschen daheim, wenn ich gerade Lust und Zeit habe. Jetzt kommt von Spider-Murphy-Gang eine abgeänderte Version. Schickeria, wisst ihr da schon ungefähr, was das für eine Schritte gibt? Das muss ich hören zuerst. Absolut hören. Und dann kann man es dann einstellen drauf. Dann kommt dann etwas zu sehen. Sind wir gespannt. Danke vielmals. Feel yourself, come on!
Cowboys, oder sicher auch Kanton von Schickeria.